Dovetail Games. Focus Entertainment. Focus Sim Series. Die echte Eisenbahn kann ein gefährlicher Ort sein und Sie sollten niemals die im Spiel durchgeführten Aktivitäten bei der echten Eisenbahn nachstellen oder ausführen. Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit übertreten Sie nie die Bahngleise, folgen Sie zu jeder Zeit den Anweisungen des Bahnpersonals und beachten Sie alle Gefahren und Warnhinweise. Transomworld 4 wurde entworfen, um Ihnen die Freiheit zu geben, Ihrer Leidenschaft sicher und angenehm von zu Hause aus nachzugehen. Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen in Transomworld 4 auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ab heute, dem 21. September 2023, ist es endlich soweit. Die ersten beiden Editionen von Transomworld 4 können ab sofort heruntergeladen und gespielt werden. Das gilt bei den Konsolen ab 17 Uhr und bei dem PC oder auf dem PC ab 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Konkret könnt ihr Transomworld 4 spielen, wenn ihr die Deluxe oder die Special Edition vorbestellt habt, dann ist es ab heute möglich. Der offizielle Release-Termin von Transomworld 4 ist der 26. September. Ihr könnt übrigens immer noch Transomworld 4 vorbestellen, alle drei Editionen, also Standard, Deluxe und Special. Und bei Standard, Deluxe und Special, oder bei Standard, könnt ihr das Ganze dann ab kommenden Dienstag spielen und bei Deluxe und Special, da könnt ihr das dann, sofern ihr die Bestellung abgeschlossen habt, sofort herunterladen und Transomworld 4 spielen. Auch die Vorbestellerpreise gelten noch bis zum kommenden Dienstag 19 Uhr auf dem PC und 17 Uhr auf den Konsolen. Und wir wollen heute erstmals in das neue Transomworld 4 hineinschauen. Wir sehen eigentlich schon hier am Hintergrundbild, dass sehr viel Neues dabei ist. Es gibt drei komplett neue Strecken und zu jeder dieser Strecken gehört auch ein komplett neuer Zug, den es in noch keiner vorherigen Version von Transomworld 4 gegeben hat. Ja, wenn ihr das allererste Mal Transomworld 4 startet, dann werdet ihr gefragt, ob ihr euer Profil importieren wollt. Zumindest war das bei mir so, beim allerersten Start. Da kriegt ihr die Frage, ob ihr das importieren möchtet. Und das ging bei mir dann, wenn ihr da auf Importieren klickt, ohne Probleme. Mein Profil wurde ohne Probleme aus TSW 3, dem Vorgängerspiel, übernommen. Das gleiche gilt auch für die DLCs in Transomworld 4. Also wenn ihr für die Vorgängerspiele DLCs besessen habt, könnt ihr diese auch ohne Probleme übertragen. Das Ganze wird dann ab Dienstag, dem 26. September, der Fall sein. Das heißt, aktuell sind bei mir jetzt hier die Inhalte ausschließlich der Transomworld 4 Deluxe Edition installiert. Die DLCs, wie gesagt, werden am kommenden Dienstag verfügbar sein. Ja, was ist neu? Das Hauptmenü sieht im Prinzip, abgesehen von den Bildern, Hintergrundbildern, genauso wie vorher aus. Aber die Neuigkeiten oder beziehungsweise die Neuerungen und Features, die sind bei Transomworld 4 gewaltig. Wie gesagt, wir schauen mal bei den Zügen nach. Ihr seht, dass wir in Transomworld 4 drei neue Strecken haben. Die amerikanische Antelope Valley Line im Großraum Los Angeles, die englische East Coast Main Line von Peterborough nach Doncaster, den Nahverkehr Dresden, von Dresden nach Riesa, dann erstmals Österreich mit der S-Bahn Vorarlberg und natürlich das Trainingszentrum, das hat es ja schon in der vorherigen Version gegeben und ist, das Trainingszentrum ist in jeder Edition von Transomworld 4 enthalten. Dann gibt es auch eine Reihe neuer Züge, die wir uns anschauen können. Dazu zählen halt hier der Metrolink-Nahverkehrszug mit Steuerwagen und der passenden Diesellok. Neu ist auch die Class 801 Suma, die Dampflokomotive Flying Scotsman und die Lokomotive Baureihe 193. Diese beiden sind bis Ende Oktober exklusiv in der Deluxe- und Special-Edition von Transomworld 4 enthalten. Und dann gibt es noch neu den ÖBB 4024, den Talent der S-Bahn Vorarlberg in Österreich. Das sind die drei bzw. fünf komplett neuen Fahrzeuge, die wir mit Transomworld 4 bekommen. Die restlichen Fahrzeuge, die gab es schon in den Vorgängerversionen von Transomworld 4. Ja, wenn ihr das allererste Mal Transomworld 4 spielt und noch keines der Vorgängerspiele gespielt habt, dann empfehle ich euch unbedingt das Trainingszentrum anzuschauen. Hier im Trainingszentrum von Transomworld 4, da lernt ihr die Grundlagen
erkennen. Dazu zählt, wie bewegt ihr euch im Spiel, wie funktioniert das ganze Spiel überhaupt und wie fahrt ihr beispielsweise auch Nahverkehrszüge. Ihr seht, da lernt ihr das Fahren von elektrischen Zügen, dann von Diesellokomotiven und sogar eine Dampflokomotive ist hier für das Trainingszentrum enthalten. Es sind alles drei britische Fahrzeuge, aber trotzdem lernt ihr mit diesen Fahrzeugen auch die grundlegende Bedienung kennen. Also wer noch nie Trains in World gespielt hat, ich kann da jedem nur das Trainingszentrum ans Herz legen. Da wird euch das wirklich Stück für Stück akustisch und per Text erklärt, so dass ihr eigentlich auch einen einfachen und entspannten Einstieg in Trains in World 4 habt. So, weiterhin gibt es für Trains in World 4 noch verschiedene Modi, wie wir das Spiel spielen können. Es gibt noch den Modus, neben dem Trainingszentrum gibt es, wie gesagt, die Zughalle. Hier wählen wir uns zuerst aus, ob wir Fahrplan oder Szenarien oder Training spielen wollen. Danach wählen wir uns einen Zug aus und erst dann können wir uns dann die Strecke auswählen, wo wir den Zug fahren dürfen. Da sehen wir immer alle Strecken, wo der Zug im Fahrplanmodus gefahren werden kann. Dasselbe gilt auch für die Szenarien. Zum Beispiel die 193, die kann sogar in auf zwei Strecken gefahren werden, Nahverkehr Dresden und S-Bahn Vorarlberg. Dann gibt es eben die Möglichkeit, aber auch erst nach Strecke auszuwählen und dann einen Zug auszuwählen. Also hier können wir die Prioritäten völlig frei setzen. Neu dazugekommen, ihr seht, ist das freie Spiel. Hier können wir uns frei auf die Strecke an einem Bahnhof teleportieren, können uns dort dann einen Zug platzieren lassen, und auf den wir gerade Lust haben. Und mit dem können wir dann auf der Strecke im Fahrplanmodus fahren. Der wird dann im Fahrplanmodus integriert. So, und dann haben wir noch die Eisenbahnreisen. Die Eisenbahnreisen, das ist, ja, die erzählen, wenn wir so wollen, eine kleine Geschichte. Hier zum Beispiel Willkommen in Sachsen. Und dabei handelt es sich im Prinzip um eine Mischung aus Training, Szenarien und eben Fahrplanfahrten, dass man das so der Reihe nach spielt. Also das sind halt die Reisen, die reihen das so ein bisschen aneinander, wenn man das Ganze spielen möchte. Dann gibt es noch das schnelle Spiel. Hier entscheiden wir eigentlich nur, ob wir jetzt eine Fahrt von bis maximal 30 Minuten machen wollen oder länger als 30 Minuten, und dann bekommen wir eine völlig zufällige Fahrplanfahrt oder ein Szenario zugewiesen. Es kann auch mal ein Trainingsmodul sein, aber letzteres lässt sich in den Einstellungen auch abstellen. Also ihr seht, für Spielspaß ist hier gesorgt. Natürlich gibt es wieder die Masteries, da können wir dann, wenn wir bestimmte Aufgaben abschließen, das sind meistens entweder bestimmte Fahrplanfahrten abschließen oder so und so viel Kilometer fahren. Wenn wir das abgeschlossen haben, können wir dann eben Masteries abschließen. Hier, da müssen wir uns aber auch bei Dovetail vorher registriert haben. Und da werden dann auf den Strecken gewisse Sachen dann platziert, wenn wir das wollen. Zum Beispiel bei dieser Weihnachtsstrecke können wir dann auch Auto fahren. Aber da kommen wir später nochmal dazu. So, dann aber wollen wir uns, nachdem wir das Hauptmenü kennengelernt haben, also wie gesagt, hier wählen wir Zugfahren, hier ist das Trainingszentrum. Es gibt noch den Creators Club. Hier sind wir aktuell noch nicht angemeldet. Da gibt es einmal den Livery Designer 2.0, den Szenario Designer 2.0. Also hier hat man einige Sachen verbessert und eben das Kreativnetzwerk, Creators Club, wo wir uns dann mit anderen Spielerinnen und Spielern eben Content untereinander austauschen können. Beziehungsweise wir laden das hoch und die könnt das halt runterladen und wir können auch bei anderen was herunterladen. Aber auch hierfür müsst ihr bei Dovetail live registriert sein. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Natürlich gibt es auch einen Store, wo wir dann verschiedene DLCs noch erwerben können. Das geht dann hier über die Plattform. In meinem Fall ist das dann Steam. Und wie gesagt, an der Stelle sei nochmals erwähnt, wenn ihr schon die DLCs besitzt, können die übernommen werden. Dafür müsst ihr aber eben Trains in World 4 auf demselben Account und mit der gleichen Plattform oder auf der gleichen Plattform mit demselben Account spielen. Ja, dann haben wir hier Profile natürlich, wo wir unsere ganzen Statistiken einlesen können. Wir können auch Profil wechseln, also zum Beispiel ein neues Profil erstellen. Dann Dovetail Live, wie gesagt, wo es um die ganzen Sachen mit den Meisterschaften geht. Und hier eben können wir die Belohnungen für die Strecken freischalten. Da müssen dann verschiedene Sachen eben gespielt werden, aber dafür müssen wir eben erst einmal angemeldet sein. Dann gibt es auch Nachrichten, hier können wir auch einen Blick auf die verschiedenen Artikel werfen. Zum Beispiel das Roadmap-Update oder hier alles, was eben gerade so aktuell
der Fall ist, was da so unterwegs ist in Train Sim World 4, beziehungsweise hier sind noch ganz alte Artikel, die wir hier gerade einsehen können. Wie gesagt, ich nehme das Ganze jetzt am Dienstag auf, also zwei Tage, heute ist schon Mittwoch, am Mittwoch, also einem Tag vor dem offiziellen Release, das heißt, hier ist das so eine Preview-Version, die ich jetzt hier vorliegen habe. So, dann gibt es wie gesagt den Store und es gibt die Einstellungen, die sehr umfangreich sind, wo wir uns verschiedene Sachen einstellen können, sei es das HUD, das Gameplay, die Steuerung, Grafikeinstellungen vor allem. Ihr seht, ich habe das auch schon ein bisschen angespielt, das Spiel. Wir spielen das hier unter den ja fast höchsten oder eigentlich höchsten Grafikeinstellungen, die das Spiel hergibt. Und ja, damit haben wir soweit die Einstellungen. Hier können wir auch nochmal verschiedene Sachen einstellen, automatisches Kuppeln, Weichen stellen. Also hier, die Einstellungen im Spiel sind sehr, sehr umfangreich. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal wieder zu den Zügen. Und ich werde euch natürlich euren Wunsch erfüllen. Es hat eine Umfrage gegeben meinerseits, welche Strecke wollt ihr zuerst sehen? Und mit aktuell 63% und ab 1464 abgegebenen Stimmen, da liegt Österreich ganz weit vorn, gefolgt von Dresden-Riesa, und die anderen beiden Strecken, ja, sind jetzt nicht für so viele anscheinend interessant. Also, dann begeben wir uns auf die S-Bahn, da habe ich euch auch schon ein sehr schönes Szenario herausgesucht. Wir machen heute das Szenario Die große Tour. Ich habe das angespielt und finde es sehr interessant. Also, dann würde ich sagen, begeben wir uns nun erstmals nach Österreich. Österreich, das wurde ja von ganz vielen in Train Sim World 4 gewünscht. Die große Tour. Willkommen in Lindau. Die regionale Kulturtour befindet sich in der Nähe. Fahren Sie Ihren Zug nach Österreich und erfahren Sie mehr über die Region. So, kommen auch schon ganz viele Menschen. Und das ist unser Zug, der ÖBB Talent, der Talent 1, ÖBB 4024, vierteiliger Triebwagen. Und nun sollen wir mit diesem netten Herrn sprechen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. David Mayhofer. Hi, Sie sind es. Also, haben Sie auf die... Hallo, Sie sind es. Haben Sie auf die Tourschicht gesetzt, was... Reden Sie ruhig mit den Reiseführern, halten Sie einfach Ausschau nach Leuten in gut sichtbarer Kleidung, dann sollten Sie in und um den Bahnhöfen auf andere Bedienstete mit mehr Informationen treffen, falls Sie interessiert sind. Irgendwelche Informationen, okay, und dann soll ich nochmal mit ihm sprechen. Nun, da wären wir. Willkommen am Bahnhof Lindau-Insel, dem Grenzbahnhof zwischen Deutschland und Österreich. Erwartet zuerst am 1. September 1853 gebaut, doch die Strecke nach Bludenz sollte erst am 14. Dezember 1954 elektrifiziert werden. Cool. Wir sehen uns bald wieder. Ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und die Frage ist, können wir hier mit noch jemandem sprechen? Welche Leute sind denn hier noch auffällig? Das Spiel sagt nämlich, wir sollen in den Zug einsteigen. Finden wir noch einige Leute, die auffällig sind? Nein, aber wir sehen hier den Hauptbahnhof von Lindau. Also hier im Spiel heißt er noch Lindau Hauptbahnhof. Das Ganze soll wohl angesiedelt sein. 600 Minuten später, okay. Also, oder erzählst du uns noch was? Nee, erzählt uns nochmal genau das Gleiche, okay. Dann scheinen wir wohl fertig zu sein und können uns in den Zug begeben. Also, das Ganze ist im Jahr wohl 2019 angesiedelt und dementsprechend heißt das Ganze hier noch Lindau Hauptbahnhof. Mittlerweile hat sich da ja einiges geändert. Ja, die Strecke führt uns durch zwei Länder und zwar von Deutschland, also Lindau. Da fahren wir jetzt 6 Kilometer und dann sind wir in Österreich. Es ist gleichzeitig auch die erste österreichische Strecke. So, wir schalten den Hauptschalter auf aktiv, setzen den Richtungswender auf vorwärts. Wir können hier natürlich auch mit Zugsicherungssystemen fahren. Wir müssen hier vorher aber erstmal den Zug auf Fahren stellen. Und dann müssen wir die Türen... Die sind doch entriegelt, oder? Türen... Ach so, Moment. Die Türen auf der rechten Seite entriegeln, genau. So. Wir können ja auch Zugsicherungssysteme nutzen. Und das sind einmal die... hier machen wir erstmal die Zugspitzensignale an. Wir können einmal die PZB hier bei dem Fahrzeug nutzen. In Österreich wird wie in Deutschland auch die PZB genutzt. Und ganz neu, wir können uns sogar hier die PZB-Helligkeit dieser Leuchtmelder, die können wir uns nochmal richtig hell setzen. Genau, dann ist das auch ein bisschen deutlicher zu sehen.
Ja, ihr seht auch, dass wir hier ein neues Hauptmenü haben. Wir sehen jetzt hier keine Geschwindigkeit mehr rechts. Wir sehen hier oben die Uhrzeit, dann hier das Event, was wir gerade machen müssen. Dann sehen wir hier die erlaubte Geschwindigkeit, die Steigung, einen Streckenmonitor, einen neuen. Ja, wem das zu neu ist oder wer mit dem alten fahren möchte, kein Problem, geht in die Einstellungen. Dann geht ihr auf HUD, beziehungsweise dann geht ihr auf Zugänglichkeit und könnt euch das ganze HUD auch auf normal zurücksetzen, so wie das im Vorgängerspiel war. Da sieht es dann wiederum so aus. Aber ich möchte gern mit dem neuen fahren, von daher stelle ich mir das jetzt aktuell wieder zurück, also Zugänglichkeit. Und dann gehen wir auf Minimal, denn da fahren müssen wir dann halt bei der Geschwindigkeit halt hier nach Tacho fahren. So, die Fahrgäste sind mittlerweile eingestiegen. Das bedeutet, wir können die Türen alle verriegeln. Ja, alle verriegeln will ich doch. Ich will alle verriegeln, genau. So, da verriegeln wir die Türen. Wir haben keinen festen Fahrplan in diesem Szenario. Angegeben wird das Ganze mit 40 Minuten. Mal gucken, inwiefern das stimmt. Und da können wir uns dann auf dem Weg machen in Richtung Österreich. So, dieses Fahrzeug wird mit einem Kombihebel gesteuert. Das heißt, nach vorn bewegen ist beschleunigen, zurück bewegen ist dann... nach vorn ist beschleunigen, zurück ist dann eben... So, jetzt will mein Zug natürlich nicht losfahren. Wartet mal einen Augenblick, da müssen wir mal schauen, ob wir... Schließen wir einfach nochmal den Hauptschalter. Das kann manchmal passieren. Und setzt er sich denn dann in Bewegung? Moment, sind die Türen denn wirklich verschlossen? Na, das fängt ja ganz gut an, Leute, oder? Was meint ihr? Das fängt doch ganz gut an. Will mein Zug nicht losfahren. Ich hab's ja auch schon mal Probe gespielt. Oh. Oh. Alle verriegeln. So, da müssten die doch aber auch zugehen. Wieso sind denn die Türen hier auf der falschen Seite offen? Ach, okay. Gut, das ist dann wahrscheinlich ein Bedienungsfehler von mir gewesen. So, jetzt gehen hier auch die Türen zu. Drüben sind sie zu. Und dann können wir uns nun in Bewegung setzen. Also, war ein Bedienungsfehler von mir gewesen. So, dann befreien wir uns erstmal aus der PZB. So, was natürlich seit dem letzten vergangenen Livestream in der Kritik steht... Das ist der Sound dieses Fahrzeuges. Da sagen viele, das wäre wohl nicht der originale Sound. Da muss ich euch fairerweise sagen, das kann ich leider nicht beurteilen, da ich nie mit diesem Zug im Real Life, also nie in der Realität mit dem Zug gefahren bin. Deswegen kann ich das persönlich leider nicht beurteilen. Da bin ich auch auf eure Meinung angewiesen. So, jetzt verlassen wir den Bahnhof von Lindau in Richtung Österreich. Da lassen wir unseren Zug einfach mal rollen. Und was wir sehen, wir fahren jetzt quasi über einen Damm vom Bahnhof Lindau, Hauptbahnhof. Der heißt ja mittlerweile Lindau-Insel und wir sehen schon hier links von uns die Ausläufer. Da sehen wir den Bodensee. Und auf der Strecke, auf der wir jetzt hier unterwegs sind, die zweigt jetzt Richtung Österreich ab. Die Strecke auf der rechten Seite, die führt dann in Richtung Lindau. Reutin, beziehungsweise da zweigen dann die Strecken in Richtung München und in Richtung Baden-Württemberg ab, also Richtung Ulm kommt man hier dann auch von Lindau aus. Ja, und wir begeben uns jetzt, machen eine schöne Kurve und begeben uns jetzt in Richtung Bregenz. Ja, haben wir also gleich mal eben einen etwas komischen Start gehabt bei diesem Projekt. Aber wie gesagt, war ein Bedienungsfehler von mir. Ich habe einfach irgendwie die Türen bei dem Fahrzeug falsch geöffnet. Und wenn die Türen offen sind, dann kann der Zug natürlich, wie es auch im Vorbild ist, natürlich nicht einfach losfahren. Das geht ja nicht. Lassen wir ihn hier vorbeifahren. So, also wie gesagt, den Sound, das müsst ihr beurteilen. In diesem Fahrzeug, inwiefern der mit seinem Vorbild übereinstimmt, das kann ich selber leider nicht machen. So, jetzt dürfen wir 90 fahren, da werden wir den mal beschleunigen auf 90 Stundenkilometer.
Und wir sollen wohl an den verschiedenen Bahnhöfen dann weitere Informationen bekommen. So, das ist die SIFA, die hier zurückgesetzt werden will. So, dann dürfen wir jetzt gleich sogar 100 fahren. Hier haben wir dann, glaube ich, diesen Güterbahnhof Lochau-Hörbranz. Das ist auch der früher dieser Güterbahnhof vom Zoll gewesen, wo früher die Güterzüge kontrolliert wurden. Das ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall, da ja Österreich sowie Deutschland zum Schengen-Raum gehören. Und da kommen wir, glaube ich, gleich zu unserer ersten Station. Lochau-Hörbranz, da halten wir jetzt nicht, da fahren wir nur durch. In dieser Station, das ist dann schon der erste Bahnhof in Österreich. Hier sehen wir auch schöne Formsignale, die hier platziert sind. Das heißt auch so ein bisschen der Charme der Vergangenheit. Also die Strecke soll laut Entwickler wohl 2019 angesiedelt sein. Ist auch eine Strecke, wo sehr, sehr viel Verkehr besteht. Gesamtlänge sind um die 70 Kilometer. Es sind 28 Stationen an dieser Strecke enthalten. Das ist auch der Abzweig von Bregenz nach Lussenau dabei. Da werden wir heute auch noch hinfahren. Und was ich persönlich ein bisschen schade finde, dass man nicht weiter bis die Schweiz nach St. Margrethen gebaut hat. Denn wäre dies der Fall, dann könnten noch weitere Linien komplett abgefahren werden. Das wäre dann die S3 und das wäre dann die R5. Aber vielleicht kommt das noch per Update, ich weiß es nicht. Wäre natürlich auf jeden Fall sehr schön, wenn man das noch realisieren könnte. Denn das wären wirklich, in Anführungsstrichen, nur 3 Kilometer. Und dann wären gleich mal 3 Länder in einem DLC enthalten. So, wir schaukeln jetzt also gemütlich in Richtung Österreich. Das nächste ist dann, glaube ich, schon Bregenzhafen. Und hier sehen wir schon das Alpenpanorama auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hinter den Bäumen versteckt sich der Bodensee. Der wird sich dann gleich nochmal in Bregenzhafen zu uns gesellen. Also ihr könnt hier die komplette Linie REX1 abfahren von Lindau nach Bludenz. Dauert in etwa eine knappe Stunde. Ihr könnt auch die komplette S1 abfahren. Das dauert dann um die 90 Minuten von Lindau nach Bludenz. Da haltet ihr dann an jedem Unterwegsbahnhof. Dann gibt es noch die, wie gesagt, Teilabschnitte der S3, Teilabschnitte der R5. Dann sind noch Güterzugfahrten enthalten. Für den Güterverkehr habt ihr hier die Lokomotive Baureihe 185.5, die euch dafür zur Verfügung steht. Zusätzlich gibt es hier noch die, was gibt es denn hier noch? Soll es dann wohl, wenn die anderen DLCs genutzt werden können, wohl noch Fernverkehrsfahrten geben. Und auf der Strecke ist ja auch ein Vorbild, auch sehr reger Verkehr zwischen Bregenzhafen und Feldkirch. Glaube ich, sogar ein Halbstundentakt, teilweise 20-Minuten-Takt. Aber die komplette Länge der S1, die wird in etwa stündlich bedient. Hier sehen wir jetzt die Station Lochau-Hörbranz. Das ist dann die erste österreichische Station. Habt ihr ja vielleicht auch schon an den Markierungen gesehen. Hier wird die Strecke jetzt eingleisig. Ein bisschen schneller fahren. Wie gesagt, wenn wir mit diesem minimalen HUD fahren, das hat Vorteile, dass wir im Führerstand jetzt so ein bisschen mehr erkennen können. Das hat, aber wir müssen das mit der Geschwindigkeit dann eben am Tacho orientieren. Das ist so ein bisschen, erinnert mich dann so ein bisschen an PTP, da war das ja auch so der Fall. So, jetzt sehen wir das ein bisschen deutlicher. Hier auf der rechten Seite haben wir wieder den Bodensee, der begleitet uns auch so im nördlichen Bereich, und auf der linken Seite das, die Ausläufer der Alpen. Hat man auch schön hat man auch meiner Meinung nach schön gestaltet. Sonst beschleunige doch mal das Fahrzeug, oder beschleunigst du jetzt nicht mehr? Wird ja immer langsamer. Nochmal neu beschleunigen wahrscheinlich. Ist schon nur noch bei 80. Wir dürfen hier 100 fahren, lieber Zug. Jetzt beschleunigt er denn schon wieder nicht mehr. Hatte ich mit dem auch schon mal gehabt. Also am Anstieg kann es nicht liegen. So, aber egal. Wir sitzen sowieso erstmal in unserer Zwischenstation. Jetzt beschleunigt er, glaube ich, wieder ein bisschen. Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges 140 km/h. Ich glaube, es gibt einige Streckenabschnitte, wo man das Ganze auch ausfahren kann. Der beschleunigt doch schon wieder nicht mehr. Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Hatte ich schon mal gehabt, das Problem mit diesem Zug.
müsste man dann, glaube ich, nochmal den Hauptschalter, glaube ich, nochmal schließen. Aber kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe ja nichts gemacht, dass der jetzt nicht fahren kann. So, PZB wird hier ein wichtiges Signal. Da müssen wir außerdem auf 45 runter, weil da vorne das Signal halt zeigt. Und hier haben wir dann schon die Station Bregenzhafen. Und wir müssen jetzt aber hier auf 45 km/h die Geschwindigkeit reduzieren. Wir sehen auch jetzt hier die Hilfe für die Zugsicherungssysteme. Das sehen wir auch jetzt auf der rechten Seite, wie lange diese Magneten aktiv sind. Das können wir uns aber auch ausschalten in den Einstellungen. Also die Einstellungen hier in dem Spiel sind sehr flexibel. So, da wir halten also direkt vor dem Signal davon. Das ist schon mal gut. Ich kann jedoch nicht schlussfolgern, was das mit diesen 2 Kilometer und so weiter da zu bedeuten hat im Streckenmonitor oben auf der rechten Seite. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, was das bedeuten soll. Aber gut. So, ihr seht auch, dass der Balken, wenn der so rot-orange wird und immer weiter runter geht, da zeigt er uns auch so ein bisschen das Ziel an. So, jetzt sind wir im 500 Hertz Magnet. Nee, wo sind wir jetzt? Das wird befreien, dürfen wir uns auf gar keinen Fall. Davon sollen wir dann halten. Und dann erreichen wir nach einer guten Viertelstunde Spielen Bregenz. Das ist auch der erste größere Ort. Ist auch für Fernverkehrszüge gerade in Österreich ein ganz wichtiger Ausgangsort. Viele Railjet-Züge starten von hier, aber der Railjet ist hier jetzt nicht enthalten. So. Und da haben wir nochmal Glück gehabt. Sonst hätten wir das Ganze hier nämlich neu starten müssen. So, rechts entriegeln, Türen gehen auf. Ich glaube, dass wir jetzt hier auch aussteigen müssen, genau, und mit jemandem wieder sprechen müssen. Da werden wir ein bisschen was über Bregenz erfahren. Und haben wir nochmal richtig Glück gehabt. So, willkommen in Österreich. Wir setzen erstmals die Füße auf österreichischen Boden und gehen mal gucken, was hier der Kollege oder die Kollegin uns zu erzählen hat. So, auffällig gekleidete Leute. Ja, das ist er auf jeden Fall. Oder sie? Nee, er. Der Tourdirektor. Willkommen im Bahnhof Bregenz in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreich. Der Bau des ursprünglichen Bahnhofs begann im Jahr 1870. Dieser wurde jedoch vor 30 Jahren im Jahr 1989 abgerissen, bevor er 500 Meter westlich des ursprünglichen Standorts wieder aufgebaut wurde. Interessant, danke für die Information. Ja, finde ich auch so. Mit dir sind wir fertig. Mit dir können wir noch reden. Reiseführer, wussten Sie, dass es in Bregenz 3 Bahnhöfe gibt? Die Bahnhöfe sind Bregenz, Bregenz-Riedenburg und Bregenz-Hafen, wobei Bregenz-Riedenburg und Hafen nur für den Regionalverkehr genutzt werden. Nun, jetzt tue ich es. Ja, jetzt wissen wir es. Ja, ich wusste es aber auch vorher, weil ich mal im Fahrplan geguckt habe. Reiseführer 2, die ursprüngliche Vorarlbergstrecke, die als Bahnstrecke Bludenz-Lochau bekannt ist, wurde am 30. Juni 1872 durch eine Dampflokomotive eingeweiht, die den Namen Bregenz erhielt. Ja, das habe ich, glaube ich, auch gelesen. Okay, dann vielen Dank. Haben wir noch irgendjemanden rumstehen hier? Wahrscheinlich nicht. Ne, wir sollen aber noch erkunden, oder ist da vorne jemand? Ja, ne, hier ist niemand mehr mit erkunden. Wir hätten aber auch eine Streckenkarte, nach einer Streckenkarte mal schauen können. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Ich kenne jetzt auch die Zusatzaufgaben hier nicht auf der Strecke. Doch, ach, die hatten wir schon mal freigeschalten. Hier sehen wir nochmal das Streckennetz der österreichischen Karte. Wir sind also hier in Lindau gestartet. Heute geht es, glaube ich, erstmal wo ist es denn? Bis hierhin und dann wieder nach Lustenau. Aber ihr seht, die Strecke geht noch viel weiter. Also eine komplette S-Bahnfahrt. Da ist man schon ordentlich lange unterwegs. Jetzt begeben wir uns aber erstmal wieder in unser Fahrzeug. Wir können uns den auch mal von innen anschauen. Vierteiliges Fahrzeug. Wie gesagt, die Fahrzeuge findet man oft in Österreich. Gerade im Regional- und S-Bahn-Verkehr sind die da eigentlich weit verbreitet. Jetzt nicht nur im Vorarlberg, sondern auch in anderen österreichischen Regionen. Da gibt es teilweise den City-Jet, da gibt es aber auch noch zum Teil hier diese Fahrzeuge. Ja, was ich vermute, was es bald für diese Strecke vielleicht irgendwann geben könnte, das wird sicherlich unsere Taurus-Lokomotive sein und vielleicht Eurofima-Wagen im ÖBB-Design. Das wäre natürlich sehr schön. So, alle Türen verriegeln. So, und ich hoffe, das schaffen wir jetzt, ohne dass die hier wieder aufgehen. Ne, die gehen nicht auf, zum Glück.
So, die Türen verriegeln, dann schaltet das Signal um. Wir können die Bremsen lösen. Dann ist die Frage, können wir uns jetzt hier in Bewegung setzen? Aber da wir die Notbremse drin hatten. Ja, das hat er wieder aufgebaut, okay. Ah, okay. Da ist der Hauptschalter geflogen. So, jetzt aber. So, anfahren glaube ich mit 500 Hertz Magnet. Das glaube ich nur 25, ne? Kann das sein, oder? Na, befreien dürfen wir uns jetzt auch. Und jetzt ist es eh egal. Nächste Station ist dann Wohlfurt. 5,1 Kilometer. Wobei man bei der Markierung aber sagen muss, dass diese Markierung leider nur die Luftlinie misst. Das hat man auch noch nicht behoben, das Problem. In Wirklichkeit kann das mitunter manchmal sehr viel länger sein. So, wir haben das Glück, dass wir keinen festen Fahrplan haben. Wir werden jetzt aber auch mal mit dem Zug auf die 120 und davon können wir sogar auf 140 beschleunigen. Fahren wir nochmal vorbei. Bregenz ist auch der erste größere Ort nach Lindau. Bregenz, Feldkirch und Bludenz, das sind so die größeren Orte. So, dann werden wir jetzt mal richtig den Zug durchtreten. Hier ist jetzt schon 120 erlaubt. Davon dann 140. Kommt auch schön rüber. Diese grafischen Effekte, finde ich. Finde es auch richtig toll von Dovetail Games. Also ich muss sagen, Trains in World 4, da gab es ja jetzt nicht nur positive Kommentare, da gab es ja auch ein paar kritische Kommentare von euch, warum nach einem Jahr schon wieder ein neues Spiel kommt. Aber ich muss sagen, ich persönlich kann diese Entscheidung verstehen. Ich kann diese Entscheidung nachvollziehen, weil wir haben wirklich extrem viel Neues dabei. In diesem Spiel, wie gesagt, drei komplett neue Strecken. Zu jeder dieser Strecken einen komplett neuen Zug. Und also einen komplett neuen Zug zu jeder dieser Strecken, der uns hier zur Verfügung steht. Dann haben wir eben noch neue Features. Wie gesagt, diese ganzen Sachen, die verbessert wurden. Livery Designer, Szenario Designer. Und dann haben wir außerdem noch, was gab es denn noch? Und außerdem noch den Editor. Der Editor wird aber auch erst ab dem 26. September verfügbar sein und auch nur für die PC-Version von Trains in World 4. Und das ist eigentlich so das Hauptfeature, was dieses Spiel, also das ist für mich das beste oder das größte Feature, was Trains in World 4 mitliefert. Einen Editor, der nun das Tor aufstößt und das Ganze in ein offenes Konzept überführt. Das heißt, dass dann ab sofort auch Drittentwickler hier Content für dieses Spiel erstellen können und das Ganze eben unabhängig dann machen können. Also das ist schon eine richtig nice Sache, dass nun Trains in World 4 in ein offenes Konzept übergeht. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt jedes Jahr ein neues separates Spiel bekommen werden, sondern dass TSW 4 uns jetzt erstmal als Basis lange Zeit begleiten wird, während uns gleich eine Zwangsbremsung begleitet. Dann müssen wir auf 80 runter, beziehungsweise sogar auf die 45. Denn da vorne haben wir ja schon wieder ein haltzeigendes Signal und das heißt für uns natürlich Überwachungsgeschwindigkeit maximal 45. Ich glaube, in der Regel fährt man, so wie ihr mir das geschrieben habt, da fährt man dann schon eher 40. In diesem Fall. Ich sehe jetzt auch nicht den Magneten hier liegen. Also, ja, das ist Wohlfurt, weil wir da vorne sowieso anhalten müssen. Befreien dürfen wir uns natürlich nicht, wenn das Signal uns Geschwindigkeiten von weniger als 30 Stundenkilometer anzeigt. Also, ja, der Sound, haben viele gesagt, wurde vom Talent 2 genommen. Man hört auch den Talent 2 raus, muss ich bestätigen. Aber wie groß die Abweichung ist zu diesem Fahrzeug, wie das in echt klingt, das kann ich euch leider nicht sagen. So, fahren wir also ein in die Station Wohlfurt. Ja, ihr seht auch hier, dass wir ein Betriebswerk oder sowas haben oder einen Abstellbereich. Hier saß der Magnet, okay. Der anscheinend inaktiv ist, okay.
So, Einfahrt. Wie gesagt, grafisch gesehen habe ich bei dem Spiel die höchste Einstellung. Ich habe sogar jetzt aktuell gefühlt eine bessere Performance in diesem Spiel, als es beim Vorgänger Transient 3 der Fall war. Aber das möchte ich noch nicht final beurteilen, denn wie gesagt, aktuell sind ja bei mir nur die Inhalte der Transient 4 Deluxe Edition installiert. Wie das dann ist, wenn alle anderen DLCs installiert sind, das wird sich dann erst am Dienstag zeigen. Denn das kann ja da auch, meine ich, doch eine gewisse Rolle spielen. Denn ich besitze ja, in meinem Fall ist das ja so, dass ich wirklich alle DLCs im Besitz habe. So, wir sollen wieder mit jemandem sprechen. Ratschen, ich glaube, ratschen sagt man doch da im Süden. Oder ich weiß gar nicht, wie man da in Österreich sagt. So. Und hier wieder ein Kollege. Hallo, grüß dich. Der Tourdirektor, willkommen am Bahnhof Wohlfahrt, der neben dem Güterzentrum Wohlfurt, einem der größten Güterbahnhöfe im Bundesland Vorarlberg, liegt. Der Bahnhof verzeichnet einen jährlichen Güterladungsverkehr von etwa 3,4 Millionen Tonnen, wobei die transportierten Güter zu einem überwiegenden Teil Holz, Papier, Stahl und andere Baumaterialien sind. Okay, das sind eine Menge Güter. Ja, und da haben wir gleich die nächsten, mit denen wir quatschen können. Hi, sieht doch sehr jung aus. Bist du Azubi? Reiseführer, wussten Sie, dass bei jeder mit den Zügen transportierten Tonne von Gütern 15 mal weniger CO2 ausgestoßen wird, als wenn der Transport mit Lastwagen erfolgen würde? So genau wusste ich es noch nicht, aber dass das auf der Schiene allgemein umweltfreundlicher ist, das ist eigentlich bekannt. Guten Tag, die Dame. Reiseführerin, wussten Sie schon, dass der Güterbahnhof Wohlfahrt aufgrund seiner zentralen Lage als das Containertor zur Welt bekannt ist? Nee, das wusste ich auch noch nicht. Wie gesagt, so gut kenne ich die Gegend jetzt auch nicht. Ich bin auch noch nie im Vorbild am Bodensee gewesen. Ich habe es mal zum Ammersee geschafft. Der ist so auf, ja, so zwischen München und Bodensee, so auf, also der ist näher an München dran als am Bodensee. Da bin ich mal vor einigen Jahren gewesen, aber am Bodensee, zum Bodensee habe ich es noch nicht geschafft. So, dann Türen verriegeln. Und, oh, wir wechseln den Führerstand. Dann machen wir das heute auch gleich nochmal mit. So, dann machen wir erst einmal die PZB und die SIFA aus. Das mache ich jetzt hier. Habe ich jetzt in dem Fall mit den Tastenkombinationen gemacht. Das hier soll auf 0 gestellt werden. Sehr schön. Der logischerweise auf neutral. Und der Schlüssel. Nee, der soll auf ausgesetzt werden, nicht auf entkuppeln. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas kaputt gemacht haben. Halten. Und rausziehen. Moment. So, rausziehen. Okay. Dann begeben wir uns also in den neuen Führerstand. Also in den hinteren, nicht im neuen, sondern im hinteren. Gehen wir noch einmal durch den Zug durch. Übrigens, das Ganze hier, die Strecke S-Bahn Vorarlberg, wird nicht die einzige österreichische Strecke bleiben. Es wird laut der aktuellen Roadmap wohl in den nächsten 6 Monaten noch eine österreichische Strecke geben. Und da gleichzeitig in diesem Zeitraum auch eine weitere deutsche Strecke kommen soll, es stehen ja 2 deutsche Strecken auf der Liste, ich glaube auch eine oder 2 Schweizer Strecken, vermuten schon viele, dass das wieder was Grenzübergreifendes werden wird. Aber da ist noch nicht bekannt, was das Ganze wird. Fakt ist, es steht noch eine österreichische Strecke auf der Liste. So, Spitzensignale wollen wir natürlich, die Zugspitzensignale haben. Wir wollen die PZB nutzen und die PZB und die LZB nutzen. Dann das Ganze auch hier wieder heller stellen. Also für mich ist das besser, wenn das so ein bisschen heller ist. Ansonsten überblendet sich das Ganze hier nämlich. So, vorwärts. Und dann, ja, sind wir schon wieder abfahrbereit. Ja. Dann sind wir abfahrbereit. Dann sagen wir Tschüss, Wohlfahrt. Wir fahren jetzt nämlich, glaube ich, an die Schweizer Grenze. Leider nicht in die Schweiz, Lustenau. Das ist die nächste Station. So, das nächste Signal zeigt Fahrt. Das heißt, da befreien wir uns. Ich werde diese Hinweise mit dem Zugsicherungssystem dann auch mal in dem nächsten Video ausblenden. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Und das ist das Gute, was Transient 4 hat. Also, das macht es nochmal etwas besser als sein Vorgänger, dass dieses Spiel eben eigentlich an jeder Stelle, wenn man das möchte, wenn man sich unsicher ist, an jeder Stelle immer Hinweise gibt, was zu tun ist, oder
gerade dieser Assistent, wenn der Zug mal nicht losfahren will, da gibt es da auch die Möglichkeit, sich dann Informationen anzeigen zu lassen, warum will denn mein Zug jetzt nicht losfahren, was habe ich denn vergessen einzustellen. Also das ist sehr, sehr einsteigerfreundlich geworden und für diejenigen, die eben schon Erfahrung aus den Vorgängerspielen mitbringen, diejenigen haben ja natürlich dann eben auch die Möglichkeit, eben das Ganze abzuschalten und sich das Ganze so, man könnte zum Beispiel, es gibt ja auch die Möglichkeit, komplett ohne Streckenmonitor, ohne HUD zu fahren, wenn ihr die Strecken dann schon in- und auswendig kennt. Also das ist eben auch sehr ja, da kann man sich das Ganze anspruchsvoll machen. Diese Zugsicherungssysteme, die ihr jetzt hier gesehen habt, die Zugsicherungssysteme, mit denen wir hier unterwegs sind, da muss man dazu sagen, auch diese müsst ihr nicht nutzen. Ihr könnt auch ohne Zugsicherungssysteme fahren, wenn euch das zu kompliziert ist. Da ist das dann ein bisschen einfacher. Da könnt ihr euch ein bisschen entspannen bei der Fahrerei. Ich mache das nur mit den Zugsicherungssystemen, um eine etwas größere Herausforderung oder größere Herausforderung zu bekommen. Und auch weil ihr euch das ganze Jahr damals gewünscht habt zu meinen Kanal Anfangszeiten, also auch beim Train Simulator, dass ich doch bitte mit den Zugsicherungssystemen unbedingt fahren soll. Das war ja ein ganz großer Wunsch von euch. So, freuen wir uns erstmal. So, nächste Markierung. Muss ich ja nochmal weiter runter? Ne, muss nicht näher. Müssen noch doch mit der Geschwindigkeit müssen wir. So, wir fahren jetzt also erstmal gerade, ihr seht es, wieder ein Stück zurück und machen jetzt hier den Schwenk in Richtung Lustenau. Das ist auch hier die gleichzeitig die Hauptstrecke, die dann auch weiter in Richtung Schweiz führt, in Richtung der Schweizer Stadt St. Margrethen. Ach ne, hier ist es noch gar nicht, oder? Ne, hier ist das noch gar nicht. So, darf ich mich jetzt eigentlich befreien dürfen? Ja. Ne? Ist immer noch irgendwie. So. Ihr seht auch die österreichischen Signale. Wie gesagt, wir benutzen in Österreich genauso die PZB, wie wir das in Deutschland tun. Die Signale haben, sehen aber geringfügig anders aus. So, jetzt geht es mit 60 einmal um die Kurve. Lustenau ist jetzt hier noch um die 5 Kilometer entfernt. Hier geht es dann, glaube ich, auch wieder eingleisig. So, hier dürfen wir schon 80 fahren. Das kann ich mir gar nicht... Ne, 60. Ich wollte gerade sagen, Gleiswechsel. 60. Ich kann doch nicht mit 80 dort über die Weiche donnern. Nun gut, und dann kann es losgehen. Das ist wieder unsere SIFA, die sich meldet. Hab auch lange, ich glaube, die letzten Videos, das ist mir, ihr habt ja wahrscheinlich am gestrigen Tag das letzte Train Simulator 3 Video von mir gesehen, wo alles endete, wo es begann, nämlich auf der Strecke Kassel-Würzburg mit dem ICE 1. Die Strecke wird natürlich auch in Train Simulator 4 spielbar sein und wenn ihr sie noch nicht habt, natürlich dann als DLC für TSW 4 erhältlich sein, das ist klar. Und aber trotzdem ist es einem nicht leicht gefallen, das Ganze dann auch vom PC zu schmeißen, wo man genau weiß, das ganze Spiel hat uns ja fast, oder ich glaube, ein gutes Jahr begleitet und auf einmal ist nach einem Jahr schon wieder alles vorbei. Fiel mir da nicht ganz so leicht. Aber jetzt haben wir das neue TSW 4 und wenn die Performance so, auch wenn alles installiert ist, dann so stabil und verbessert bleibt, dann ist TSW 4 auf jeden Fall, hat es da schon mal einen Pluspunkt gesammelt. Aber das werden wir dann sehen. Kann ich erst beurteilen, wenn die anderen Strecken dann mit drauf sind. So, 3,9 Kilometer sind es noch bis nach Lustenau. Wie gesagt, das ist einer der Punkte, den ich hier sehr schade finde, dass die Strecke nicht bis in die Schweiz gebaut wurde, bis nach St. Margrethen. Einfach, weil das den ganzen Verkehr attraktiver machen würde. Nicht nur diese beiden S-Bahn-Linien, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sondern dann wären auch Fernverkehrsfahrten von Lindau nach St. Margrethen oder von Feldkirch nach St. Margrethen möglich. Vom Güterverkehr mal ganz abgelehnt. Also da wäre so viel mehr möglich und ich hoffe, dass wir da vielleicht nochmal eine Extension bekommen. Wäre ungewöhnlich, hat es aber zum Beispiel damals für die Dresden-Strecke schon mal gegeben. So, wir sind 40,24 Kilometer gefahren. Das hängt damit zusammen, dass ich hier vor der Aufnahme schon einige Probefahrten mit diesem Fahrzeug mal gemacht habe. Deswegen also nicht wundern, weil so ein bisschen mal ausprobieren, wie fahren sich die Fahrzeuge, was möchte ich, was kann und will ich euch zeigen im Video.
Also ich fahre die Szenarien nie komplett ab, sondern ich gucke einfach mal, was ist, könnte da für euch passend sein. So, davon ist dann schon wieder nur 80. Da müssen wir mal gucken, wo wir dann quittieren müssen. Hier! Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Das könnte sein, dass wir eine Zwangsbremsung kriegen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen, den Punkt, wo wir quittieren müssen. Davon ist nur 1,1 Kilometer. Dann schleichen wir also gemütlich mit 80 dahin und da müssen wir dann sowieso noch mal runter. Muss ich hier schon wieder was? Nee. Eigentlich müsste ich mich doch befreien können dürfen, oder? Nee, darf ich nicht. Und hier gilt dann... Hä? Müsste doch dann der 400 Hertz Magnet normalerweise, der 500 Hertz greifen normalerweise. Ja, klingt für mich wirklich nach Talent 2, wenn ich das jetzt nochmal so genau höre, das Fahrzeug. Aber ich weiß nicht, inwiefern die Fahrzeuge ähnlich klingen. Wie gesagt, ich bin nie mit einer 4024 im Vorbild gefahren. Das kann ich leider abschließend wirklich nicht beurteilen. So, hier sind nochmal ein paar Magneten. Das ist für das gegenüberliegende Signal. Einfahrt in die Station Lustenau. Leider unser Endpunkt. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier rüber gucken, ich glaube auf dieser Seite hier drüben, da wäre dann schon die Station oder der Ort St. Margrethen. Das wäre einmal nur noch um eine Rechtskurve und dann wäre man schon an der Station. Ich habe mal geschaut. Das Ganze sind dann entsprechend, glaube ich, 3 Kilometer oder sowas. So. Lustenau, das Ganze ist jetzt auch unsere Endstation. 35 Minuten und dabei haben wir schon getrödelt. Also das Szenario kann also dementsprechend auch noch schneller abgeschlossen werden. Dann wird es jetzt hier nicht noch vom roten Signal an die Wand fahren. So, also Lustenau, letzte Station in Österreich, genau. Und wenn wir hier mal, da gehen wir mal in eine andere Ansicht. Wenn wir einfach mal schauen, hier drüben auf der anderen Seite um die Rechtskurve herum, da drüben wäre dann die, da würden wir noch den Rhein überqueren, also die österreichisch-schweizerische Grenze. Und dann wären wir schon in St. Margrethen. Türen. So, jetzt. Ich komme immer mit diesen Dingern da durcheinander. Also, oh, schon fertig? Nee, ich muss aussteigen, genau, was ich ja gerade gesagt habe. Wir haben noch keine Informationen bekommen. So, dann gehen wir mal hier vor. Hier vorne scheint unsere Person zu stehen. Sehr viele Leute auch hier unterwegs. Oder muss ich den Zug dann noch irgendwo hinschaffen? Das werden wir ja dann auch sehen. So, guten Tag. Tourdirektor, willkommen an der Grenze zur Schweiz, von der uns nur der Rhein trennt. Dies ist der am nächsten zur Schweizer Grenze gelegene Bahnhof und gleichzeitig der Endpunkt dieser Tour. Danke für die Information. Ich hoffe, dass die Touristen eine schöne Zeit hatten. So, gibt es noch weitere Leute? Ja, es gibt noch weitere. Hallo? Reiseführer, wussten Sie, dass Lustenau im Jahr 887 zum ersten Mal erwähnt wurde, bis 1803 ein freier Reichshof war und 1814 zu Österreich kam? Nein, das wusste ich noch nicht. So, und dann haben wir hier noch einen. Hi. Lustenau ist ein Zollbahnhof und die Stadt ist bekannt für die Herstellung von Stickereien und konfektionierten Textilwaren sowie Metallerzeugnissen, was sie zu einem wichtigen Wirtschaftsmarkt für das ländliche Umland macht. Ah, okay, interessant. So, haben wir noch irgendeinen? Nee. Ist auch nur ein Bahnsteig hier. Also wieder zurück zum Fahrzeug. Tür zu. Ja, gute Arbeit mit den Touristen. Rüsten Sie den Führerstand ab und machen Sie Feierabend. Gut.
rüsten wir den Führerstand eben ab. So, also, der muss dann wahrscheinlich wieder auf 0. Der auf neutral, du auf aus. Du dann dementsprechend auf halten. Gute Arbeit heute. Hoffentlich haben Sie und Ihre Fahrgäste etwas Neues gelernt. Das sehen wir uns an, wie Sie abgeschnitten haben. Ich bin sehr gespannt. Also doch, ein paar Informationen haben wir schon dazu bekommen, die ich noch nicht kannte. Also von daher gelernt auf jeden Fall. So, also ich bin sehr gespannt. Die Auswertung. Ihr seht auch hier, dass das die Auswertung deutlich besser ist. Es gibt jetzt auch Platin. Das ist, glaube ich, sogar, ist das Silber oder Platin, was wir bekommen haben? Das kann ich jetzt gar nicht mal so erkennen. Wie viel? Also, wir sehen erstmal hier, die Auswertung ist jetzt nochmal detaillierter geworden. Hier, was war denn das rote? Geschwindigkeit haben wir überschritten, da kriegen wir Punktabzug. Ansonsten kriegen wir mittlerweile auch Punkte. Ne, angekuppelt haben wir ja nicht. Weichen haben wir auch keine gestellt. Pünktlichkeit zählte ja hier nicht. Genauigkeit, ja, korrekt aufgerüstet, das haben wir ja nicht gemacht. Sicherheitssysteme verwendet, das wird nicht bewertet. Okay, obwohl ich sie verwendet habe. Ich weiß nicht, ist das Gesamtpunktzahl? Ich habe keine Ahnung, ob das Platin ist oder ob das Gold oder Silber ist. Das sieht für mich fast aus, als hätten wir hier wirklich Platin geschafft, aber da sehen wir jetzt aktuell eben auch keine Leiste. So, ja, aber damit haben wir trotzdem unser erstes Szenario abgeschlossen. Man kann dann eben die Szenarien fortsetzen. Wir können uns das nochmal angucken, ob das auch gewertet wurde. Da gehen wir einfach hier nochmal auf Szenarien. Und da haben wir hier das Ganze auch abgeschlossen. Und ja, genau. Doch, Platin. Tatsächlich, es ist unsere Platin-Medaille. Da brauchen wir 4000 Punkte. Wir hatten, glaube ich, über 6900. Da haben wir Platin geschafft. Gut. Ja, guter Einstieg, würde ich sagen. Und ja. Das war unser erstes Video zum neuen Train Sim World 4. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu diesem Spiel in die Kommentare schreiben. Habt ihr heute auch schon Train Sim World 4 gespielt? Was ist euer erster Eindruck von Train Sim World 4? Wie gut gefallen euch die Strecken, die Züge? Wie gefallen euch die neuen Features? Und wenn ihr auf dem PC spielt, habt ihr auch eine bessere Performance? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis hierhin fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix. Der Weise.